Warum feiern wir eigentlich Pfingsten? Wer sich das auch schon mal gefragt hat, der lernt nun vielleicht etwas dazu. Der Wikipedia-Artikel sagt dazu, im Evangelium nach Lukas heißt es, dass der Gottesgeist als Kraft aus der Höhe herabkommen wird. Dieser Heilige Geist, der auf die Jünger herabkam, schuf die Einheit der Gläubigen und hob die Kirche aus der Taufe. Aus diesem Grund bezeichnet man Pfingsten auch gelegentlich als Geburtstag der Kirche und als Beginn der weltweiten Mission. Was also bietet sich zu diesem Feiertag besser an, als uns das Christentum bzw. die Kirche als Institution einmal genauer anzusehen und dabei vor allem auf die Verbrechen einzugehen, die von der Kirche ausgingen bzw. teilweise immer noch ausgehen. Sozusagen eine Art menschliche Abgründe Kirchenedition. Vorab jedoch gleich eine Klarstellung dazu. Ich möchte den Glauben von niemandem angreifen, im Gegenteil hat jeder das Recht an das zu glauben, was er will. Nichtsdestotrotz muss ich die Kirche, ob katholisch oder evangelisch, und das unterteile ich in diesem Video nicht groß, wobei es hauptsächlich um die katholische Kirche geht, nun mal einiges an Vorwürfen im Verlauf ihrer Vergangenheit gefallen lassen. Hier sind in entfernterer und jüngerer Vergangenheit Dinge passiert, die eine starke Blutspur hinterlassen haben und die wir uns nun einmal näher anschauen wollen. Ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und habe mich auf 10 Punkte beschränkt, die die Kirche in ihrer Geschichte schlichtweg versaut hat. Also legen wir mal los. Punkt 1. Die Kreuzzüge. Die Kreuzzüge waren von der Kirche vorangetriebene Kriege, die zwischen 1095 und dem 13. Jahrhundert stattfanden. Diese Kriege waren vor allem religiös sowie wirtschaftlich motiviert und richteten sich zunächst vor allem gegen muslimische Staaten im Nahen Osten. Später wurden sie allerdings ausgeweitet gegen andere nichtchristliche Länder. Selbst gegen christliche politische Gegner wurde teilweise aufgerufen. Insgesamt wurden auf Betreiben der Päpste 7 Kreuzzüge ins heilige Land Palästina ausgerufen, durch die insgesamt 22 Millionen Menschen starben. Im Jahr 1099 wurde dabei unter anderem Jerusalem erobert und dabei ca. 70.000 Juden und Muslime regelrecht abgeschlachtet. Das war die gesamte Einwohnerschaft der Stadt. Autoren beschreiben das Geschehen als eine Art Blutrausch der Gotteskämpfer. Dürstend nach dem Blut der Ungläubigen habe man Muslime und Juden niedergestreckt, geköpft und in der Synagoge verbrannt. Mit großer Grausamkeit soll es bei diesen Kriegen zugegangen sein. Auf Bildern sind Massenenthauptungen von Gefangenen und Zivilisten zu sehen. Ziel der Kreuzzüge war neben der Besiedelung christlicher Gebiete auch die Wiederherstellung eines ungehinderten Zuganges zu den heiligen Stätten des Christentums, welche durch muslimische Gebiete behindert wurden. Die Kreuzfahrer, die zu den Kriegen aufbrachen, glaubten dabei wirklich an einen heiligen Kampf für Gott und Kirche. Doch ihre Brutalität der Zivilbevölkerung dieser Gebiete gegenüber ist den betroffenen Völkern teilweise bis heute im Gedächtnis geblieben. Punkt 2. Die Verfolgung und Bekehrung von Nichtchristen sowie die Inquisition. Dass die Kirche Andersdenkende bzw. Nichtchristen lange Zeit nicht akzeptieren konnte, ist sicherlich vielen bekannt. Man sprach dann davon, diese Menschen zum christlichen Glauben bekehren zu wollen. Insbesondere die Valdenser und die Katharer, protestantische und heterodoxe Strömungen des Christentums, wurden als Ketzer verfolgt und teilweise ermordet. So rief der Papst im Jahr 1208 in Südfrankreich zu einem Kreuzzug auf und ließ alle ermorden. Aber auch gegenüber Heiden war man nicht gerade freundlich gesinnt und versuchte sie im Mittelalter zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert von deutschen Königen und Fürsten zum Christentum zu bekehren oder ließ sie grausam abschlachten. Gleiches gilt auch für das Judentum, dem man nie allzu positiv gegenüberstand. Ebenfalls während des Mittelalters im 11. bis 14. Jahrhundert wurde immer wieder zu blutigen Pogromen aufgerufen und kirchlicher Rufmord betrieben. Selbst während des Holocaustes unter Hitler war man sich daher diesbezüglich gar nicht so uneins. Teilweise rechtfertigten sich Angeklagte der Nürnberger Prozesse sogar mit christlichen Hetzreden gegen die Juden, beispielsweise von Martin Luther. Doch da die Kirche die Verfolgung Andersgläubiger eh seit jeher betrieb, erhielt sie dabei im ausgehenden 12. Jahrhundert immer mehr Zulauf. Daher wurde schließlich die bürokratisierte Inquisition durchgeführt. Das Wort Inquisition kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Untersuchung. Es ging hier also erstmal um ein juristisches Prozessverfahren, was damals sogar als rechtlicher Fortschritt galt, denn vorher hatte sich ein Angeklagter einem Gottesurteil zu unterziehen, beispielsweise in Form einer Feuerprobe, bei der er ein glühendes Eisen aushalten musste. Schuld oder Unschuld wurde daran festgelegt, ob der Angeklagte unverletzt blieb. In einem Inquisitionsverfahren unter der Leitung von Bischöfen oder Ordensgeistlichen konnte sich der Angeklagte erstmals verteidigen. Klingt doch eigentlich ganz positiv, oder? Nun ja, die Inquisitionsverfahren dienten nun mal dazu, insbesondere Ketzer zu verfolgen, zu bekehren oder anzuklagen. Kreuzverhöre und Foltern dienten dazu, Geständnisse eines Angeklagten zu bekommen.
wurden in einem Gebiet eine Reihe von Ketzern festgestellt, so wurden Mönche in die Dörfer des Zielgebietes gesandt, die dort predigten und die bevorstehenden Untersuchungen von Ketzern ankündigten und mit Strafe drohten. Mögliche Zeugen sollten sich beim Inquisitor einfinden und ihr Wissen über Ketzer mitteilen. So konnten die Angeklagten vorgeladen werden, wo sie dann verhört wurden oder mit der Folter begonnen wurde. Teilweise zogen sich diese Prozesse jahrelang, während die Angeklagten in dunklen Verliesen gefügig gemacht wurden. Ihr Vermögen wurde beschlagnahmt und ging meist an die Kirche, unabhängig davon, ob die Angehörigen dann schlicht mittellos waren. Man musste also immer damit rechnen, dass einen jemand verpetzte, bezichtigte oder etwas ausplauderte und musste ständig aufpassen, was man von sich preisgab. Mit Verweis auf biblische Texte und Texte kirchlicher Autoritäten wurde dies alles legitimiert. Die Inquisition wurde überall dort durchgeführt, wo man sie für notwendig erachtete. Und das war eben in weiten Teilen Süd- und Mitteleuropas. Bei den Inquisitionsverfahren wurde selbstredend eine Reihe von Todesstrafen verhängt. Verschiedene Quellen besagen unterschiedlich hohe Opferzahlen dieser Prozesse. Man geht von etwa 1 Million bis hin zu 10 Millionen Toten aus, sowie unzähligen Gefolterten und Misshandelten. Punkt 3. Die Hexenverfolgung. Ein Punkt, der vielen sicher bereits bekannt ist, ist die Hexenverfolgung, die zwischen 1450 und 1750 stattgefunden hat. Grundlage für diese Art der systematischen Verfolgung von Menschen ist die kirchliche Lehre vom Teufel, der die Unchristlichen befällt und mit dem die Menschen auf der Erde aktiv in Kontakt treten können. Mit Beginn des 15. Jahrhunderts führte eine Missernte dazu, dass man einen Sündenbock brauchte. Hexen kamen sehr gelegen. Man predigte, dass diese die Ernte verhext hätten. Ein Wahn, der sich ausbreitete, und anonyme Anzeigen führten bereits zu einer Verfolgung. Da die der Hexerei bezichtigten Personen natürlich wieder einmal gefoltert wurden, lieferten sie dabei angebliche weitere Hexen aus, und so ging das Ganze voran. Diese Art der Hexenverfolgung wurde durch Papst Innozenz 1484 erlaubt. Die Anleitung zur Hexenverfolgung wird von zwei deutschen Dominikanermönchen verfasst und nennt sich der Hexenhammer, 1488 mit päpstlicher Druckerlaubnis herausgegeben. Menschen, die der Zauberei bzw. dem Bund mit dem Teufel bezichtigt wurden, wurden aufgespürt, festgenommen und dann meist zu einem Geständnis oder zum Tode gefoltert. Anschließend bekamen sie dann ihre Strafe, was vorrangig eine Hinrichtung war. Schätzungsweise starben durch die Hexenverfolgung zwischen 40.000 und 100.000 Menschen. Manche Quellen sprechen von ca. 1 Million. Überwiegend waren die Opfer Frauen, jedoch auch einige Männer und sogar Kinder. Etwa die Hälfte der Opfer starb dabei auf dem Boden des heutigen Deutschlands. Hexenverfolgungen gibt es im Übrigen in vielen Teilen der Erde immer noch. Punkt 4. Die Kirche als Kriegstreiber. Auch neben den Kreuzzügen trägt die Kirche an den in Europa durch alle Jahrhunderte gehenden stattgefundenen Kriegen eine erhebliche Mitschuld. Bei den Kreuzzügen riefen die Päpste ja direkt dazu auf, jedoch hetzten sie auch bei vielen anderen Kriegen Völker und Gruppierungen gegeneinander auf. Beispielsweise Franken gegen die Langobarden, die Staufer gegen die Normannen, die Welfen gegen die Waiblinger und so weiter. Dadurch fiel Deutschland von einem Bürgerkrieg in den nächsten. Auch der 30-jährige Krieg wäre wohl ohne das Christentum nicht ausgebrochen. Am 23. Mai 1618 fliegen drei kaisertreue Katholiken bei ihrem Rekatholisierungsversuch aus dem Fenster einer Burg in Böhmen, hinausgeworfen von aufgebrachten Protestanten. Sie überleben, doch der Sturz ist Auslöser für diesen Krieg. Protestanten gegen Katholiken. Welches ist die wahre Konfession? Ein Krieg, der sich sicher danach unkontrolliert ausweitete, aber eben auch 5 Millionen Opfer forderte. Der heilige Augustin, ein Kirchenlehrer, sagte bezüglich der Kriege: Was hat man denn gegen den Krieg? Etwa, dass Menschen, die doch einmal sterben müssen, dabei umkommen? Auch Martin Luther rief zum Krieg gegen die Bauern auf mit den Worten: Steche, schlage, würge hier, wer da kann. Der Aufstand der Bauern wurde blutig niedergeschlagen. Und so könnte man diesen Punkt noch auf einige weitere Kriege ausweiten, selbst auf die Weltkriege. Doch das würde hier den Rahmen sprengen. Deshalb auf zum nächsten Punkt. Punkt 5. Die Kirche und der Sklavenhandel. Bereits während der Antike kämpfte die Kirche energisch für die Beibehaltung der Sklaverei. Doch das überrascht nicht, wenn man sich vor Augen hält, dass sie selbst unzählige Sklaven hielt, deren Freilassung verboten wurde. Insbesondere uneheliche Kinder, beispielsweise Findelkinder oder Kindern von Priestern, wurden als Kirchensklaven genutzt. Einige Geistliche hielten sich bis zu 20.000 Sklaven. Als schließlich Amerika entdeckt wurde und die Sklaverei einen neuen Höhepunkt erreichte, bei dem ca. 13 Millionen Afrikaner versklavt und nach Amerika gebracht wurden, schwieg die Kirche dazu. Doch noch schlimmer, der damalige Papst Nikolaus V. legitimierte die Sklaverei erneut.
Er ermächtigte dazu, die Länder der Ungläubigen zu erobern, ihre Bevölkerung zu vertreiben, zu unterjochen und in ewige Knechtschaft zu zwingen. Selbst hinter dem Sklavenverkauf standen teilweise Bischöfe höchstpersönlich. Es verwundert also nicht, dass der Vatikan als einer der letzten europäischen Staaten die Sklaverei erst 1838 offiziell abschaffte. Punkt 6. Kindesmissbrauch. Es ist kein neuer Fakt mehr, dass in der katholischen Kirche systematisch Kinder durch Priester und Pfarrer missbraucht wurden. Lange Zeit wurde dieser Fakt beiseite geschoben, musste aber aufgrund immer häufigerer Erfahrungsberichte irgendwann ernst genommen werden. Leider werden die Fälle natürlich immer erst dann bekannt, wenn das Opfer darüber spricht und das Ganze für den Täter strafrechtliche Konsequenzen hat. Es gibt eine Auflistung der deutschen Presseagentur über verschiedenste Missbrauchsfälle aus den vergangenen Jahren, allein in Deutschland. Diese Liste beginnt 1993 und ist zu lang, als dass ich jetzt auf ausgewählte Punkte eingehen könnte, deshalb lasse ich sie im Hintergrund einfach mal durchlaufen. Ab 2010 ist das Bekanntwerden der Fälle jedoch so entartet, dass es unmöglich ist, diese noch alle aufzulisten. Und dazu kommen noch die Fälle, in denen Kinder und Jugendliche in kirchlichen Heimen missbraucht wurden. Man spricht von Zehntausenden Opfern. 1962 wurden die Sexualverbrechen vom Vatikan zum päpstlichen Geheimnis erklärt. Die meisten Fälle wurden vertuscht, die Täter in der Regel lediglich versetzt. Punkt 7. Das Frauenbild der Kirche und der Missbrauch an Nonnen. Die Kirche und die Frauen, das ist vielleicht ein besonderes Thema. Die Hexenverfolgungen, die wir ja bereits besprochen haben, sind dabei nur der traurige Höhepunkt einer viel weiterreichenden Auffassung der katholischen Männer gegenüber Frauen. Der Kirchenlehrer Thomas von Aquin sagte bereits im Mittelalter, dass die Frau nicht mehr als ein missratener Mann sei. Selbst ob Frauen überhaupt eine Seele haben, wurde lange Zeit diskutiert. Ansonsten lasse ich diesbezüglich ein paar Zitate von Heiligen, Kirchengelehrten und so weiter sprechen. Die Weiber sind hauptsächlich dazu bestimmt, die Geilheit der Männer zu befriedigen. Chrysostomos. Wenn nun gefragt, wozu dieses Gehilf, also die Frau, nötig war, zeigt sich wahrscheinlich nichts anderes als die Hervorbringung von Kindern, so wie die Erde das Hilfsmittel für den Samen ist, damit aus beiden die Pflanze wachse. Kirchenvater Augustinus. Der wesentliche Wert der Frau liegt in ihrer Gebärfähigkeit und in ihrem hauswirtschaftlichen Nutzen. Thomas von Aquin. Ein männlicher Fötus wird nach 40 Tagen, ein weiblicher nach 80 Tagen ein Mensch. Mädchen entstehen durch schadhaften Samen oder feuchte Winde. Thomas von Aquin. Wenn du eine Frau siehst, denke, es sei der Teufel. Sie ist eine Art Hölle. Papst Pius II. Bei dieser Auffassung Frauen gegenüber wundert es nicht, dass in jüngster Vergangenheit bekannt wurde, dass durch die katholische Kirche noch eine weitere Personengruppe missbraucht wurde, die bis dato kaum jemand auf dem Schirm hatte. Und zwar die Ordensfrauen. Nonnen. Diese Missbrauchsfälle sind mittlerweile weit mehr als bloße Gerüchte. Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf beschrieb in seinem Buch »Die Nonnen von St. Ambrogio« die Geschehnisse in einem römischen Frauenkloster im 19. Jahrhundert. In diesem Buch schildern Betroffene im Detail, wie die Ordensschwestern systematisch sexuell missbraucht wurden von Personen, die machtmäßig über ihnen standen. Dabei ging es auch nicht nur um Männer, die die Frauen missbrauchten, sondern auch um Frauen, die ihre untergebenen Nonnen benutzten. Die Opfer sahen sich dabei teilweise noch nicht einmal als Opfer, da ihnen Begriffe wie sexueller Missbrauch oder ähnliches natürlich nicht bekannt war. Teilweise dachten die Nonnen eher, dass sie das nie jemandem erzählen dürfen, denn das würde den Glauben an die Kirche negativ beeinflussen. Das macht aber das Vergehen keineswegs kleiner. Selbstredend wurde das Buch von der katholischen Kirche ignoriert. Und so kommen immer mehr dieser Vorwürfe, immer mehr Vorfälle ans Licht, in denen Nonnen beschreiben, wie sie systematisch missbraucht wurden. Die amerikanische Nonne Mary O'Donohue sammelte in den 1990er Jahren Berichte zu diesem Thema und dokumentierte Fälle aus 23 Ländern. Stellenweise ist von 30% missbrauchten Nonnen die Rede. Erst Anfang 2019 lud der Papst zu diesem Thema die Bischöfe zur gemeinsamen Besprechung nach Rom ein. Er gab die Missbrauchsfälle öffentlich zu und sagte sogar außerdem: »Ich glaube, dass es noch immer gemacht wird. Das ist keine Sache, die einfach so aufhört. Die Sache geht so weiter.« Punkt 8. Der Umgang mit Behinderten im Dritten Reich. Selbst bezüglich behinderter Menschen muss die Kirche eine merkwürdige Auffassung von Nächstenliebe gehabt haben. Der Begriff der Euthanasie sagt in Bezug auf das Dritte Reich hoffentlich jedem was, wem jedoch nicht, dem sei das kurz erklärt. Es bezeichnet die systematischen Krankenmorde im Nationalsozialismus, um die Rasse reinzuhalten. Kurz gesagt, jeder, der nicht dem gängigen Bild eines gesunden Menschen entsprach, sei es durch körperliche oder geistige Behinderung sowie psychische Krankheiten, wurde schlicht ermordet.
Die Kirche, die zur Zeit des Nationalsozialismus einige Einrichtungen leitete, darunter eben auch Behinderteneinrichtungen, lieferte ihre behinderten Menschen bereitwillig an die Nazis aus, wohlwissend, was mit diesem passierte. Doch zumindest an diesem Punkt muss man der Kirche zugutehalten, dass es diesbezüglich zumindest mancherorts den ein oder anderen Widerstand gab. Nichtsdestotrotz reicht ein einziges Zitat, um diesen Anflug von Positivität direkt wieder zunichte zu machen. Denn der leitende Arzt der evangelischen Behinderteneinrichtung in Neuendettelsau erklärte bereits 1937, dass diese Verzerrung des menschlichen Antlitzes, womit zweifellos die Behinderungen gemeint waren, dem Schöpfer zurückzugeben seien. Doch auch Martin Luther bekommt an diesem Punkt wieder einmal sein Fett weg. Er äußerte sich über Behinderte wie folgt: Wenn man aber von den teufelähnlichen Kindern erzählt, von denen ich einige gesehen habe, so halte ich dafür, dass sie entweder vom Teufel entstellt, aber nicht von ihm gezeugt sind, oder dass es wahre Teufel sind. Nun denn. Punkt 9. Das Verhältnis zu Tieren. Eine Auffassung, die besonders auf den Kirchenlehrer Thomas von Aquin zurückgeht, ist, dass Tiere keine Lebewesen sind, sondern bloße Sachen, die keine Empfindung wie der Mensch haben können. Teilweise ist eine solche Auffassung auch heute noch unter Katholiken vertreten. Man erklärt ihnen, man dürfe Tieren nicht die Liebe zuwenden, die einzig Menschen gebührt, und dass der Mensch sich der Tiere zur Ernährung und zur Herstellung von Kleidern bedienen darf. Medizinische und wissenschaftliche Versuche sind in vernünftigen Grenzen sittlich zulässig. Man braucht nicht zu erwähnen, dass allein in Deutschland jedes Jahr ca. 1,5 Millionen Tierversuche durchgeführt werden, die meist tödlich für die Tiere enden. Das ist natürlich kein Punkt, den man einzig und allein der Kirche zuschreiben kann. Dennoch sorgte ihre Lehre in weiten Teilen dafür, dass Tiere den Menschen unterstellt sind und ihm zu dienen haben. Doch auch in der lutherischen Kirche gibt es dazu keine Abgrenzung. Kann es auch nicht geben, denn sie basiert ebenso auf der Bibel, und in der ist insbesondere im dritten Buch Mose in krassen Einzelheiten nachzulesen, wie die Priester Tiere schlachteten und deren Blut am Altar verspritzten, zum beruhigenden Duft für den Herrn. Und auch im Neuen Testament wird gelehrt, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst. Fun Fact: Man geht davon aus, dass Jesus ein Tierfreund war und sich sogar vegetarisch ernährte. Punkt 10. Massenmord in Kroatien. Noch im 20. Jahrhundert, also in jüngerer Vergangenheit, zog die Kirche eine Blutspur hinter sich her. Denn zwischen den Jahren 1941 und 1943 wurden in Kroatien bis zu ca. 750.000 orthodoxe Serben ermordet. Katholische Geistliche waren daran maßgeblich beteiligt und auch der Vatikan nahm das Ganze wieder einmal stillschweigend hin. In dem auf dem zerschlagenen Königreich Jugoslawien entstandenen faschistisch-katholischen Kroatien Gottes und Marias, wie es genannt wurde, wurden jahrhundertealte religiöse Spannungen und Konflikte entladen. Doch von vorn. Grund für die Auseinandersetzung war, dass der Vatikan mit dem Königreich Jugoslawien einen Vertrag zwischen Kirche und Staat aushandeln wollte, was jedoch am Widerstand der orthodoxen Kirche scheiterte. Der Geistliche Pacelli, der an dieser Aushandlung maßgeblich beteiligt war, sagte daraufhin 1937 wörtlich: Es kommt der Tag, so die Zahl jener nicht gering sein wird, die sehr bedauern werden, ein großmütiges und großherziges gutes Werk ausgeschlagen zu haben, das der Statthalter Christi ihrem Land anbot. Kann man durchaus als Drohung verstehen, die sich 1941 schließlich bewahrheiten wird. 1941 marschierten schließlich deutsche Truppen in Jugoslawien ein und teilten das Land auf, und in Kroatien wurde ein eigener Staat errichtet, der natürlich faschistisch geführt wurde. Das hinderte aber den Erzbischof Stepinak nicht daran, von Anfang an eng mit dem faschistischen Regime zusammenzuarbeiten. Auch Papst Pius XII. Empfing den kroatischen Faschistenführer Mitte Mai 1941 feierlich im Vatikan und entließ ihn mit den besten Wünschen für die weitere Arbeit. Erst wenige Tage zuvor wurden in Kroatien, genauer gesagt in Glina, ca. 500 orthodoxe Serben ermordet, während andere zwangsweise zum Katholizismus bekehrt wurden. Dieses Massaker, welches zu einem der grausamsten dokumentierten zählt, sollte der Vorläufer für viele weitere werden. Die Kirchen der orthodoxen Serben wurden nahezu gänzlich zerstört. Der Ablauf dieser Schlächtereien muss so grausam gewesen sein, dass selbst deutsche und italienische Truppen protestierten und teilweise damit begannen, die serbische Bevölkerung mit Waffengewalt vor dem Blutrausch der katholischen Schlächter zu schützen. Das alles geschah mit dem Wissen und damit der indirekten Genehmigung des Vatikans, denn dieser war schon gut informiert über die Vorgänge der Welt, wurde er doch zum Beispiel kurz nach den schrecklichen Vorfällen in Glina durch einen Gesandten informiert. Und damit bin ich auf die ganzen finanziellen Unannehmlichkeiten, die von der Kirche ausgingen, noch gar nicht eingegangen, da ich das hier schlicht nicht dazu zählen wollte. Doch wir sollten nicht vergessen, dass es auch finanziell den ein oder anderen Skandal gab, zum Beispiel Stichwort Theberts van Elst, Limburg 21 oder andere Geldverschwendungen der Kirche.
aber das, wie gesagt, nur am Rande, denn ich denke, der Rest war schon aussagekräftig genug. So viel also zu unserem kleinen Pfingsten-Special. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bedanke mich fürs Zuschauen. Habt alle noch einen ruhigen restlichen Pfingstmontag und tschüss, bis dahin.